till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde der guten Unterhaltung. Hier ist euer Wulek TV heute mit einem neuen Free-to-Play MMO, was jetzt momentan auf Steam erschienen ist, was das Spiel gibt, war schon echt etwas länger. Um genau zu sagen, seit 2011 gibt es dieses Spiel schon, und zwar rede ich hier von Star Wars The Republic. Genau, das Spiel gibt es ja schon seit 2011 auf dem Markt, habe ich schon gesagt. Und jetzt ist es auf Steam erschienen, es ist ein Free-to-Play MMO. Natürlich kann man sich auch Monatsabonnements holen und sich Coins kaufen und Verschönerungssachen, aber es gibt halt nichts zu kaufen, was einen verstärkt. So, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, klein aber fein, und zwar können wir uns die Zugehörigkeit auswählen. Und zwar können wir zur dunklen Seite wechseln oder zur, die Macht möge mit dir sein, der hellen Seite. Es ist eine schwere Entscheidung, weil beide Seiten halt ziemlich cool sind. Wir werden aber zusammen hier mal so ein bisschen die helle Seite ausprobieren. Die Jedi-Meister gibt es natürlich hier, die Jedi-Ritter, die nennen sich Jedi-Hüter. Und dann gibt es die Jedi-Wächter. Oben steht natürlich mal, was sie alles können. Der Hüter steht zwischen den guten Leuten der Republik und deren Feinden. Ein Bollwerk, das auch im Angesicht einer überwältigenden Macht niemals den Mut verliert. So, dann haben wir hier Kontrolle und Konzentration sind die Kennzeichen des Wächters. Durch jahrelanges Training erlernen Wächter die Kunst, zwei Lichtschwerter gleichzeitig zu führen und ein undurchdringliches Schadensnetz zu spinnen, dem man kaum entrinnen kann. Dann haben wir hier einmal die Jedi-Botschafter. Gelehrte sind berühmt für ihr Wissen sowie für ihre Heilung und Verteidigungsfähigkeiten. In schweren Zeiten bündeln sie ihre Erfahrung mit Rohrkraft, um Einfluss der galaktischen Ereignisse zu beeinflussen. Dann haben wir den Jedi-Schattenkämpfen mit Doppellichtschwertern und nutzen die Synergie, um ihre Nahkampffähigkeiten und der Macht aus, um Feinde des Ordens mit tödlicher Präzision niederzustrecken. So haben wir einmal den Schmuggler, den kennen wir alle aus den Star Wars Filmen. Der Revolverheld ist nicht nur der wahre Meisterschütze, sondern auch jemand, der keinen Vorteil ungenutzt lässt. Er kann zwei Blaster gleichzeitig abfeuern und ist auch im Fernkampf ein Spezialist. So, der Schurke. Der Schurke ist auch ein ganz besonderer hier. Ist eigentlich auch so einer, fast wie so ein Revolverheld. Neben seinen treuen Blaster verlässt der Schurke sich auf seinen Tarngürtel, seine Streukanone und ein Medipack. Mit dieser Ausrüstung kommt er überall hinein, kann den Feind überrumpeln und leben wieder herauskommen. Dann haben wir einmal hier den Kommando. Kommandosoldaten sind die erweiterte Angriffstaktiken und im Umgang mit fortgeschrittenen Waffen ausgebildet sind. Stürzen sich mit ihren riesigen Blasterknoten in den Kampf und überwältigen den Feind durch reine Feuerkraft. So, dann haben wir den Frontkämpfer. Frontkämpfer sind nahezu unaufhaltbar und kennen keine Furcht. Sie stürmen mit modernster schwerer Rüstung in den Kampf und gehören zu den besten Verteidigungseinheiten der Republik. Ja, da ist ziemlich viele coole Klassen dabei. Ich habe gedacht, wir werden trotzdem einen Jedi-Hüter spielen hier. So einen richtigen Jedi-Meister mal. Und wir können auch mal einen mit Doppelschwert machen, aber ein Jedi. So, dann machen wir mal auf weiter. Was haben wir denn hier noch? So, dann kommen wir in die Klassen. Die, wie gesagt, die kann man sich dann frei kaufen mit dem Kartellmarkt. Sind viele Klassen dabei. Momentan haben wir drei zur Auswahl. Einmal den Menschen, einmal den Zabrak und dann kommt der Cyborg. Wir werden natürlich Menschen spielen, weil die anderen beiden Klassen sind jetzt nicht so geil. Vielleicht kommen die anderen mal bei mir noch hinzu. Muss ich mal schauen. So, dann können wir uns auswählen zwischen Männlein und Weiblein. Natürlich möge die Macht mit uns allen sein. Möge die Macht mit dir sein, mein Freund. Du hast vollkommen recht. So, dann können wir Körperbau machen von schmächtig bis hin zum kräftigen Stirnacken. Kann man natürlich alles machen. So, wir werden den mal hier so machen. Kopf, was haben wir da? Das ist bestimmt die Kopfform. Gehe ich mal stark von aus, denn. Ja. Ja. Okay, es ist jetzt eigentlich fast egal. Die passt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das sieht ganz lustig aus hier. Narben. Ach, der hat sogar Narben. Ja, moin. Schön verbrannt. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Freddy Krüger ist ins Haus. Hier eine schöne Kerbe im Gesicht. Ja. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Ja, du hast vollkommen recht, mein Freund. Die Namen sind alle nicht so killer. Hast hier so einen halben Joker-Face. Ja. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Ja, wir machen jetzt keine Namen mal rein hier, weil das braucht er nicht. So, den Ton können wir auch ändern hier. Von
hellhäutig bis dunkelhäutig. Du kannst natürlich alles machen, wie du möchtest. Einfach mal die Standard, glaube ich, lassen. Das war so. Ich bin ein Jedi sicher. Sollte immer seine Grenzen ausloten. Mal kurz mit der Bart. Der Bart können wir auch machen hier. Ist alles mit dabei. Hier ist schon ein Seefahrerbart hier rein. Hier durch. Ach, Augenfarbe, das ist auch verkehrt. Ja, Seefahrerbart kannst du reinklatschen. Kannst natürlich alles reindrücken, wie du möchtest. Kannst auch, glaube ich, sogar Vollbart reindrücken. Geht, glaube ich, auch. Ja, Vollbart geht auch. Aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vollbart ist bei uns eigentlich fast mal Standard. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen aus. Komm, wir machen mal den Zuppel daran. Sieht ganz witzig aus. Haarfarbe, ja. Kannst auch so machen. Haare haben wir nicht gemacht. Siehst du, Haare kann man auch noch ändern. Ja, moin. Okay, das war's komplett. Okay, es sind einige am Start hier, die du machen kannst. Von Standardfrisur bis hin zum Mönch oder was? Meine Lebensaufgabe ist es, das so aus, ne? Wie so ein Mönch. Ja, Irokesen mit Koteletten. Da kannst du alles reindrücken hier, was du willst. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Wenn er nicht immer quatschen würde, ne? Okay, das sieht irgendwie lustig aus, aber irgendwie machen wir es nicht. Was haben wir hier hinten? Okay, nee, nicht wirklich. Die Frisuren sind jetzt nicht so der Oberkiller, sondern gefällt mir jetzt nicht wirklich irgendwas. Was ist das denn hier? Ach, mit so einem Zappel an der Seite. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Ja, komm, nehmen wir den doch. Die sehen ganz witzig aus hier. Hautfarbe. Hautfarbe, echt? Achso. Dann machen wir doch komplett käseweiß hier. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. So, jetzt kommt der Name. Boah, der Name ist jetzt wieder so. Tamaruk. Einmal Tamaruk, keine Ahnung. Ist mir gerade so eingefallen. So, dann würde ich sagen, let's go. Ich bin gespannt, was das Spiel für uns hier sich parat hält. Und wir schauen mal. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit, weit entfernten Galaxie. Das Star Wars, der Prolog, aber den Leute werden wir auf jeden Fall. Ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwie. Ja. Den werden wir umskippen einfach mal. Von der Musik her alleine schon. In den Rechten werde ich mir das jetzt nicht antun. So, Leertaste zum Fortfahren. Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Ja, ich hatte gute Lehrer, wir sind bereit, ich habe sie alle besiegt. Ich habe noch nie gegen jemanden gekämpft, den ich nicht besiegen konnte. Einschließlich meiner Meister. Eine beeindruckende Behauptung. Wenn ihr neue Herausforderungen sucht, findet ihr sie hier. Klar, die Grafik ist jetzt der nicht mehr Jedi-Rat das wird euch einen neuen Meister klar. Zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Aber was cool ihr ist, dass alle Dialoge getestet, sind. Die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Oh, nun, das weiß ich schon alles. Ein Jedi-Ritter zu sein ist meine Berufung. Was sonst könnten die Meister mich noch lehren? Das denken viele Padawane, bis sie sich den Prüfungen stellen. Deswegen ist es Teil des Kodex der Jedi, vorgefasste Annahmen fallen zu lassen. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Beginnt eure Ausbildung mit einem offenen Geist. Vielleicht werdet ihr ja überrascht. Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment, ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Und wenn schon, es gibt Ärger. Irrtum oder nicht, dieser Padawan wird angegriffen. Sie sind noch nie so nah herangekommen. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Es ist meine Ehre zu helfen. Zeigt mir nur den Weg.
Um den Rest kümmere ich mich. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Jawohl. So, und da sind wir jetzt endlich im Spiel drin. Also ich muss sagen, mein Charakter gefällt mir nicht. Der ist mir einfach zu krass. Der sieht einfach aus wie so ein Hühner. Das passt zu dem gar nicht. Wie riesen Kloschüsselhänden. Ist ja unfassbar. Gut, können wir nicht mehr ändern. Ist halt einfach so. So, der Tamaruk. Keine Ahnung, warum ich ihn so genannt habe. Einfach so aus Langeweile gerade. Nimm einen Gleiter in die Naris. Okay, das werden wir mal tun, wenn ich bis zum Ruder ist. Was haben wir hinten? Wie gesagt, die Grafik ist jetzt nicht mehr das Nonplus Ultra. Das ist klar, so wie gesagt, das Spiel ist von 2011. Was haben wir hier? Ist es feiner. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Aha, okay, alles klar. Kommandos, dem. Okay, nee, möchte ich nicht haben. Sie sind einsatzbereit. Ja, ich auch. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Mach ich. Und ach, springen können wir auch, das ist ganz wichtig. Was ist das hier, die Null? Machtstärke. Okay. Was haben wir hier? Selbstprüfung. Du kannst innehalten und nachdenken, um deine Gesundheit zu. Ah, okay. Erhöht Nahkampf, Fernkampf und Macht. Oh, das ist cool. Also wie so ein Buff eigentlich. Das ist sehr nice. Da sind auch andere Spieler drin, auch ein Jedi 1 Wächter. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Ach, da müssen wir vorgesehen. Hin. Ja, dann los. Dann mal los. Wir können auch, soweit ich weiß, sogar zur dunklen Seite noch überwechseln. Schwöre der dunklen Seite die Macht und Treue. Können wir alles noch machen? Aber erstmal nicht. Wer weiß. Wer weiß, ob wir uns noch ändern tun. Zur dunklen Seite wechseln. Dort gibt es ja auch Keks, habe ich gehört. Also, was sollen wir jetzt machen hier? Besiege die Fleischräuber. 10 Stück. Wo sind die Fleischräuber? Wo sind die Fleischräuber? Ach, da vorne bestimmt. Sieht so aus. Jackpot. Jawohl. Was denn? Jawohl. Das ist wieder cool. Das gefällt mir. Oh, geil. Ah, schön auf Star Wars. Hier ist schon was Feines. Auch wie gesagt, auch wenn das Spiel schon ein bisschen älter ist. Aber es ist bis jetzt, muss ich sagen, so der erste Eindruck ist gar nicht mehr so verkehrt. Also echt nicht verkehrt. Grafisch gesagt kann es echt nicht mithalten mit Black Desert oder was es da heißt. Aber es ist trotzdem vorhin das was ich finde in diesem Spiel, ist einfach, dass alles vertont ist. Die ganzen Dialoge sind alle vertont. Und das ist wirklich sehr selten bei einem Schuss. Dass da was vertont ist halt. Story ist ein bisschen merkwürdig, auch muss ich mir sagen. Ich ein bisschen. Also typische WASD laufen einfach. Das Tab-Targeting hier oben. Sagt 7 von 10 haben wir. Sehr nice. Nehmen wir mal alles mit hier. Wir haben 8 und 9 gleich. Oh moin. Mit einem Schlag. Das ist sehr geil. So, haben wir noch irgendwo einen hier? Oben sind 3, aber ich brauche einen. Wir warten, bis es auflädt hier. Gibt es erstmal einen ordentlichen Karatesprung. Und dann geht ab die Post. Zack. 10 Stück. Zack. Bam-bum, Alter. Ab geht die Post hier. So, haben wir hier. Nutze den Holo, bam-bam-bam, um ein Gespräch zu führen. Ah, okay. Gut, ich bleib unverletzt. Aha. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich halte die Stellung. Ich werde den Feind zurückdrängen, was es auch kostet. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Alles klar. Ich werde diesen Tunnel finden und versiegeln. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Machen wir. Ey, die schießen ja schon wieder. Oh, Alter, das ist ja unfair. Kommt mehr, Leute. Aber. Bald. So, hier. Fall um, du Lümmel. So, dann haben wir die nächste Aufgabe schon wieder. Irgendwie in die Richtung da hinten gerade. Da laufen wir doch einfach mal hin. Und dann würde ich mal sagen, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Sache, was wir machen dürfen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, könnt ihr mir einfach mal einen Kommentar da lassen oder nicht vergessen,
liken, kommentieren, abonnieren. Natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid und nichts verpasst. Und wenn ihr mehr von Star Wars und The Old Republic sehen wollt, könnt ihr einfach mal gerne reinschreiben in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, dass ich denn da auch Bescheid weiß, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, ich bin damit auf jeden Fall auch raus für heute. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao mit Verhau.